Ja, das ist der Kleine, nicht der Große. Ganz genau hinschauen. Das ist der Jemadar Escort Carrier. Er sieht dem großen Jemadar Dreadnought Carrier durchaus ähnlich, ist aber doch ein ganz kleines Stückchen oder ein ganzes Stück kleiner, sagen wir mal, und kommt mit einem Hangar daher. Ist also, was das angeht, eher eine Armitage oder eine Archiv ähnlich. Und insgesamt von der Optik schon ein ziemlicher Leckerbissen, sage ich mal, in diesem Spiel. Und ist natürlich fraktionsübergreifend spielbar. Dementsprechend kann man ihn auch als Klingone oder als Romulaner raushauen. Er kommt aus einer Kiste, ist dementsprechend auch an der Tauschbörse erhältlich und ja, ich mochte den Kleinen eigentlich immer lieber als den Großen. Ein bisschen platzig sind beide, sag ich mal, aber der Kleine ist auch sehr wendig, sehr agil, wir werden es gleich sehen. Das ist schon wirklich ein Schiffchen, was Spaß macht. Ja, den habe ich wieder rausgeholt und habe ihn mal so ein bisschen bei der Gelegenheit auch geschaut, wie habe ich ihn damals eigentlich ausgerüstet und wie würde ich ihn heute ausrüsten und heute halt so mit Ikoniana Set wendig. Da wollte ich es nochmal zeigen. Mit ein bisschen Skillung, Momentum und Ähnlichem kommt er hier schon auf seine über 30 Grad. Das braucht er gar nicht. Also mit der Hälfte würde er locker auch hinkommen. Aber naja, so eine kleine Escort Carrier darf halt gerne auch ein bisschen wendiger sein. Ich hatte ihn vorhin mal mit dualen Strahlenbänken vorne ausgerüstet. Da war er doch ein bisschen platziger. So mit den Strahlenbänken, Single-Strahlenbänken, dazu halt dann noch eine Terranische Strahlenbank und eine Herold-Antiprotonen-Strahlenbank, ein Ikonianer-Set ausgerüstet dazu, plasmonischer Sauger, Zeitlinienstabilisator, M6-Computer und die bioneuralen Kreisläufe. Zwei wissenschaftliche Konsolen, fünf taktische, wobei bei den taktischen, da überlege ich mir vielleicht eine wegzunehmen und das vom Kobali-Set entsprechend das Modul reinzupacken. Das macht es dann doch ein wenig greifbarer, ein wenig besser. Wieso das vielleicht notwendig ist, zeige ich gleich noch, wenn wir uns die Stationen anschauen. Auf den Pets habe ich jetzt die verbesserten Jemadar-Jäger, da gibt es sicherlich auch die Elite, die sollte man sich überlegen, ob das vielleicht eine Option ist. Ich hatte sie jetzt nicht, ich hätte hier bloß die Scorpion Fighters und die sind keine wirkliche Verbesserung. Optisch habe ich hier das Terraner-Schild drauf. Es sieht auch ganz gut aus mit anderen Schilden, aber ich mochte hier die Einfärbung. Ansonsten Suprematie kommt immer ganz gut. Alle Mann an Deck. Dann habe ich noch die zierreiche Umgebung, die kritischen Systeme und schließlich noch die Reziprozität. Oben, wie gesagt, das Momentum kann man durchaus rausnehmen bei dem Schiff, genauso wie den Staffelkommandanten. Der muss hier eigentlich gar nicht drinne sein. Hatte ich aber noch drinne, weil ich vorher den großen Jemadar-Träger hier geflogen bin. Ja, wie gesagt, ich habe mir dann auch so mal die ältere Kanonenbewaffnung und die alten Builds angeschaut. Das war schon recht lustig. Würde man jetzt heute auch nicht mehr so machen. Das ganze Schiff bietet natürlich keine Spezialisierungsmöglichkeiten. Also man ist hier schon mit dem, was die BO belegt. Belegung angeht, ein wenig nicht eingeschränkt, gar nicht mal, aber es bietet halt nur bestimmte Möglichkeiten. Jetzt gucken wir uns die auch mal an. Wir haben halt einen taktischen Commander und wir haben einen wissenschaftlichen Fähnrich. Wir haben einen universellen Lieutenant. Den habe ich früher immer als Wissenschaftler genommen. Jetzt habe ich mich entschlossen, ich möchte gerne zwei Beta und zwei Strahlenbank Feuer frei haben. Deshalb habe ich ihn als Taktiker genommen. Dadurch fehlt mir allerdings ein Hülle-Polarisieren.
Und ich komme schnell in die Gelegenheit, mit dem Traktorstreif festgehalten zu werden, wo mir dann auch der schnellere Antrieb da nichts mehr nützt. Insofern die Überlegung, da dann auf eine Nummer sicher zu gehen, bevor einem jetzt der die Hülle wegbrutzelt, dann vielleicht doch die Kobali-Konsole oder ein Neutronium reinzunehmen oder ein Tritium D. Das kann man sich einfach nochmal überlegen. Ein kleines Schiff, das durchaus Spaß macht. Es tut mir fast leid, es wieder in den Schrank zu stellen, aber der Char fliegt ursprünglich ein anderes Schiff und oder aktuell ein anderes Schiff und er hat noch einige andere Schiffe, die er hier auspacken und vorstellen muss. Nichtsdestotrotz ein Schiff, das ich, wer gerne mit einem Hangar spielt, wer gerne mit kleineren, nicht so großen Trägern, also Halbträgern spielt, der wird da durchaus schon seinen Spaß haben. Und ja, wie gesagt, viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich habe hier, was hier noch kommt, ist Notenergie zu Antrieb. Das kommt, gibt dem Kleinen nochmal einen zusätzlichen Drive. Das kommt eigentlich ganz gut. Ansonsten keine fünfte Raumschiffmeisterschaft. Klar, es ist halt nur ein K5U, aber dieses nur sollte man wirklich in Anführungsstrichen setzen, weil dafür ist er ganz ordentlich und kann auch heute noch, vielleicht nicht an vorderster Front, aber doch mithalten. Und er macht vor allem Spaß, er sieht gut aus und je nachdem, was man sich da auch für Pets raufpackt oder sowas in der Richtung, kann man da durchaus in der Gruppe ganz gut was ausrichten. Also mir gefällt er nach wie vor. Ich werde auch oder bin am Überlegen, ob ich noch einem anderen Char, der gerade nicht so gut ausgerüstet ist, mir das ganze Schiffchen nochmal hole. Das ist halt der Nachteil als Kistenschiff. Man kann es aber nur auf einem Char haben und dann vielleicht nochmal auf einem anderen Char backe oder sowas, weil das ist schon optisch ein kleiner Leckerbissen und macht so wendig und mobil, wie er ist, einfach auch Spaß. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, sollte euch das Schiff begegnen, schaut genau hin. Solltet ihr die Möglichkeit haben, es mal auf Tribble zu testen oder sowas, dann tut das gerne. Und wenn ihr euch entschließen solltet, es selber zu holen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich habe ihn eigentlich immer damit gehabt und kann das Schiff eigentlich auch heute noch gern weiterempfehlen. In diesem Sinne.